Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr. Deutschsprachige Staatsoberhäupter zu treffen im deutschen Potsdam. Kanada erlebt die höchsten Temperaturen seiner Geschichte. Im Nachrichtenstudio Konstantin Hahn. Im deutschen Potsdam haben sich heute die Staatsoberhäupter aller deutschsprachigen Länder getroffen, darunter auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie war das Treffen wieder live. Aus Deutschland Birgit Schwarz. Beim persönlichen Austausch der 6 deutschsprachigen Staatsoberhäupter habe die Traumatisierung der Gesellschaften durch die Corona-Pandemie eine besondere Rolle gespielt, sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dass alle 6 Länder sich Sorgen machen, wie wird das sein mit den Folgen, psychosozialen Folgen, also die alleinerziehende Mutter, die im Homeoffice zu Hause ist, darf man nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir wieder eine